Ja, moin Leute und damit hallo, herzlich willkommen, einen wunderschönen guten Tag zum sechsten Bild der Woche vom fleißigen Team View App. Die sind nämlich für all diejenigen, die es gar nicht so ganz auf dem Schirm haben, mitten in der Entwicklung des inoffiziellen Nachfolgers des Tramsim, aber unter dem Namen City Transport Simulator Tram. Und dieser wird, wie gerade eben schon erwähnt, eine Weiterentwicklung des Tram-Sim sein, das zuallererst auf dem PC mithilfe von Aerosoft erschienen ist und dann im Laufe der nächsten 2-3 Jahre auch den Weg auf die Konsolen mithilfe von Dovetail Games gefunden hat. Und letzteres ist auch hier für die Publisher-Arbeit unterwegs. Dovetail Games ist mit an Bord und verhilft View App dabei, den City Transport Simulator Tram zu verwirklichen. Wir hatten in den letzten paar Wochen immer mal wieder ein paar neue Updates rund um die Entwicklung gesehen, sei es die Ibis, sei es die fiktive Stadt Trammau und vielerlei kleinere weitere Einzelheiten. Heute geht es um das Matrix-Display. Auch dies wurde komplett überarbeitet, möchte ich gerne sagen. Im Endeffekt wird City Transport Simulator Tram nicht basierend auf Tramsim entwickelt, sondern im Endeffekt nur die Erfahrung mit herausgenommen und komplett neu entwickelt. Und so auch das Matrix-Display. Und so hat auch View App folgende Sache dazu geschrieben. Ein Matrix-Display im Kontext einer Straßenbahn bezieht sich auf ein Anzeigefeld, das aus einer Anordnung einzelner LEDs oder Flipdots in ein Raster besteht. Es wird verwendet, um Echtzeitinformationen wie Liniennummer und Ziele an die Fahrgäste weiterzugeben. Da wir den Spielern individuelle Optionen wie zum Beispiel Liniennummern bieten, lautet unsere Herausforderung, dynamische Anzeigen zu generieren und gleichzeitig die Authentizität zu bewahren, um die Erfahrung einer echten Straßenbahn wieder zu spiegeln. Dazu sehen wir auch ganz gut hier ein Bild ganz nah von der Linie 2 Richtung Trammau Hauptbahnhof. Und wenn das wirklich so aussehen sollte, holla die Waldfee, sieht das gut aus. Hinzu kam noch ein zweites Bild, nämlich die Entwicklung der Matrix-Logo. Im Endeffekt zeigt auch View App viel jetzt hier in ihrem Entwicklertagebuch die reine Entwicklung auch am Computer der einzelnen Straßenbahn und die Spielwelt vom City Transport Simulator Tram. Und sie schreiben dazu folgendes: Entwicklung der Matrix-Logik. Dies wurde durch verschiedene Schriftarten erreicht, die wir speziell für die Matrix-Display erstellt haben. Insgesamt wurden 8 Schriftarten für die R2.2B-Straßenbahn erstellt und beeindruckende 15 Schriftarten für die Ulf-Straßenbahn. Diese sind notwendig, um verschiedene Wortlängen anzuzeigen, die unterschiedliche große Schriftarten erfordern und auch in 2 Zeilen passen können, wie zum Beispiel Willkommen in Trammau. Im Gegensatz zu früheren manuellen Erstellungen haben wir die Matrix-Logik von CTS Tram so programmiert, dass sie nach Erhalt der ausgewählten Ziels aus dem Spiel automatisch die richtige Schriftart entsprechend der Länge des Ziels auswählt. Dies vereinfacht nicht nur den Prozess, sondern legt auch die Grundsteine für ein effizientes und anpassungsfähiges System für unser Matrix-Display. Und dazu haben sie uns auch ein drittes Bild spendiert. Und ich muss schon echt sagen, das Ganze läuft ja auf der Unreal Engine 5 und es sieht verdammt gut aus. Also Vorfreude darauf, wenn das wirklich so herauskommen sollte. Dann gibt es noch die Rubrik Achten von Matrix-Display. Und da zeigen sie nochmal ganz gut, wie das Ganze mit LEDs oder Flipdots aufgebaut ist. Was wir jetzt hier im Bild sehen, sind höchstwahrscheinlich diese sogenannten Flipdots. Die Ulf-Straßenbahn verfügt über ein LED-Matrix-Display mit moderner Ästhetik, während die R2.2B eine Flipdot-Anzeige mit einem eigenen visuellen Charme bietet. Obwohl sie funktional gleich arbeiten, sind sie visuell vollständig unterschiedliche Systeme. Unser aufwendiges Design der Flipdots gewährleistet nicht nur ein visuelles Treue aus der Nähe, sondern auch die optimale Leistung, um die Authentizität der echten R2.2B Straßenbahn gerecht zu werden. Ja, und wie gesagt, wenn das wirklich so herauskommen sollte, dann ist das wirklich pure Authentizität. Also das sieht wirklich verdammt realistisch aus. Was wir uns auf alle Fälle schon mal so ein bisschen gewiss sein könnten oder mutmaßen könnten, allein wenn man schon solch eine Detailverliebtheit an den Tag legt, werden wir einen Fotomodus bekommen. Das heißt, wir können auch im Laufe des Spiels die allerschönsten Fotos schießen und die später auch höchstwahrscheinlich mit der Community teilen. Das so viel zu den neuesten Updates rund um die Matrix-Display-Anzeigen, ob LEDs oder Flip-Tops. Ich finde es sehr spannend, allein schon, weil wir durch die Bilder mal wieder sehen
gucken, auf was für ein Level wahrscheinlich hier der City Transport Simulator Tram laufen wird. Ich bin auf alle Fälle gespannt wie ein Flitzebogen. Ganz kurze Erwähnung nochmal, wenn das Spiel herauskommt, werde ich, in der Hoffnung, dass auch die Konsole gleichzeitig mit der PC-Version herauskommt, werde ich beide Parteien ausprobieren. Sowie PC, aber als auch die Konsolenfassung. Von daher, lasst euch überraschen. Für all diejenigen, die vielleicht fragen nochmal, welche Konsolenvariante wird denn bedient? Es ist die PS5, die Xbox Series S und die Xbox Series X. Die alten Konsolen werden nicht dabei sein. In diesem Sinne, lasst mich gerne mal wissen, seid ihr auch so gehypt wie ich? Habt ihr auch so das Gefühl, dass das wirklich eine Augenweide an Grafikgaming sein kann? Oder traut ihr dem Braten noch nicht? Schreibt es mir in die Kommentare und wir sehen und hören uns hoffentlich in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt, ein neuer Entwickler-Tagebucheintrag rund um View-Apps City Transport Simulator Tram. Bis dahin, macht's gut, auf Wiedersehen und tschüssikowski.